Guten Sonntag, so das Recording steht. Schreibt doch mal eine Eins in den Chat, wenn man mich gut hört und sieht. Okay, perfekt, da kommen schon ein paar Einsen. So, wie jeden Sonntag freue ich mich natürlich heute extrem, weil das hat sehr viel Überwindung und Vorarbeit gekostet, dürft ihr euch vorstellen. Weil, wieso Überwindung? Ich reflektiere mich selber nicht so gerne. Daran darf ich sicherlich arbeiten, so das ist einer meiner ganz großen Schwächen. So, aber ich möchte diesen Sonntag auch mit Dankbarkeit schreiben, mit Dankbarkeit starten. Deswegen schreibt doch einfach mal alle etwas in den Chat, für was ihr heute besonders dankbar seid. Geil. Fühle ich. Ich gehe mal auf die Galerie, schauen. Dankbar für. Danke, Janina. Okay, perfekt. Nur jemand ist dankbar? Wer ist noch dankbar für etwas? Oder haben wir so viel, dass sie so. Für die Woche Kreta mit Tonina und Basil und Dani. Geil, geil. Dankbar für die Sonne und die Energie heute. Perfekt, perfekt, schön. Ich werd das nicht reinschreiben, ich werde das einfach sagen. So, ich bin dankbar, mein Leben in meiner eigenen Hand zu haben. Für Kreta und dass ich heile zu Hause angekommen bin. Schön, Doreen, schön, Doreen. So, genau. Über Kreta habe ich auch noch ein Learning. Selbst wenn ich nicht dabei war, so ein ganz, ganz großes Learning, aber zu dem später. Okay, der heutige Mindset. Dankbar, dass ich mir einen und gesund bin. Schön, schön. Gesundheit, Familie ist sicher das Wichtigste. So, der heutige Mindset-Call handelt direkt aus meinem Leben. So, ich will Transparenz schaffen. Und deswegen durfte ich diesen Mindset-Call heute aussuchen. Geht nicht groß in die Psychologie, ich habe schon ein bisschen angekündigt. Aber er handelt direkt aus meinem Leben. So, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, so die, die mich kennen, die mit mir schon mal gesprochen haben, ich durfte ein bisschen mehr als ein Jahr, eigentlich sind es 3, 3,5 Jahre, durfte ich in Lateinamerika reisen, Schwerpunkt Mexiko. So, ich hatte andere Pläne, ich wollte auch wirklich nach Argentinien, Uruguay, Paraguay, Ecuador und. Aber Mexiko hat mich irgendwie festgehalten, was mir auch wieder mal der Beweis ist, so manchmal gehst du mit Plänen und Zielen durchs Leben, aber erreichst diese nicht immer. Du erreichst sie nicht immer, aber trotzdem kommst du irgendwie an und bekommst genau das vom Leben zurück, was du eigentlich brauchst. So, so etwas, so Mexiko war so etwas der entscheidende Knackpunkt in meinem Leben, so etwas das bedeutungsvollste, die bedeutungsvollste Entscheidung in meinem Leben. Natürlich neben I am. So, I am auch sehr bedeutungsvoll, hat mir extrem viel gebracht, hat mir extrem viel gezeigt, hat mir extrem viel Wissen beigebracht und deswegen ich bin auch sehr, sehr dankbar für Basil. Basil, ich glaube, du bist ja, Basil, du hörst das so. Ich bin extrem dankbar, dass du dir die Zeit damals genommen hast, um mir wirklich eine Präsentation gemacht hast. So, also, wir werden über zwei Sprichwörter anschauen und diese analysieren. Einmal ein aztekisches Sprichwort oder eine aztekische Geschichte und einmal eine Maya-Geschichte. Mayanische Geschichte ist das Deutsch? Nein, ich glaube nicht. So einmal eine Maya-Geschichte. Okay, so. Dazu kommt noch, dass ich so, ja, ich war etwa 6, insgesamt vielleicht 6 Monate, nein, das ist zu viel, 4, 5 Monate in CDMX, also Mexico City, Mexico Ciudad. Ich durfte dort leben in einer, boah, was sind das, 50 Millionen Einwohner hat diese Stadt auf 2300 Meter über Meer. So, und ich habe dort meiner Meinung nach den intelligentesten Mann kennengelernt. Okay, sein Name Armando. Ist etwa über 60 Jahre alt und muss etwa über 60 Jahre alt sein und ist ein Ob war ein Obdachloser, vielleicht nicht ganz, vielleicht eher Bettler, der einfach versucht hat, seine Rente aufzubessern oder wie auch immer. Was hat Armando meistens meines Erachtens so interessant und intelligent gemacht? Sein Blick auf das Leben.
seine Art zu leben, sein Mindset und seine ruhige Art zu sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ein Mensch eher ruhig ist, vielleicht sogar etwas tiefer spricht, gerade in der Männerwelt, also gerade ein Mann, Frauen kommt es vielleicht nicht immer so gut an, wenn eine Frau tief spricht, aber gerade ein Mann, wenn ein Mann ruhig und tief spricht, hat er so eine gewisse Aura oder strahlt so eine gewisse Aura aus von er weiß, was er tut, er weiß, was er sagt, so er ist überlegt, er ist weiter als du. Und deswegen hat mich dieser Mann so fasziniert. Wie durfte ich ihn kennenlernen? Eigentlich ziemlich witzig. Er hat mich nach einer Zigarette gefragt. So, er kam zu mir und fragte mich nach einer Zigarette. Und in Mexiko ist es meistens so, du bekommst nichts, ohne etwas zurückzugeben. Und er wollte mir etwas zurückgeben und ich wollte sein Geld nicht. So, weil ich sah, also so anhand seiner Kleider wusste ich, okay, gut, er ist jetzt vielleicht nicht wirklich der reichste Mann dieser Welt. Bis ich ihn dann kennenlernen durfte, dann musste ich mir selber zugestehen, okay, er ist wirklich reicher als du, Joel. Nicht des Geldes wegen, sondern hier oben. Okay. Und ich habe dann Armando gesagt, ich will dein Geld nicht. Nett von dir, aber ich mag dein Geld nicht, ich brauche dein Geld nicht. Und er sagt, ja, wie kann ich dann dir sonst etwas Gutes tun? Und ich habe ihm dann gesagt, du kannst mir etwas Gutes tun, wenn du mit mir diese Zigarette teilst. Also ich rauche eine und du rauchst eine, wir rauchen gemeinsam eine Zigarette. Soll es keine Werbung fürs Rauchen sein, Rauchen ist nicht gut, mach das nicht. So nebenbei einfach kurz eingeschoben, Rauchen ist schädlich und tödlich, wie man weiß. So jeder Arzt sagt, rauch nicht. Und die hatten recht. So, und ich habe ihm dann gesagt, okay, du kannst mit mir diese Zigarette teilen, diese 5 Minuten mit mir sharen. Und wenn du mir erklärst, was diese Typen dort drüben sind und was die machen, dann hast du mir schon genug getan. Ich habe bewusst auf Häuptlinge, Indianer, was auch immer gezeigt, waren dort so Menschen verkleidet als Azteken, als aztekische Häuptlinge, als aztekische Götter und haben Touristen geheilt. Und Armando meinte dann zu mir, ah, die wollen den Touristen das Geld aus der Tasche nehmen. Ich so, okay, geil. Wieso? Ja, in Mexiko ist es Brauch, also in der aztekischen Welt ist es braucht, dass man sich einmal im Jahr von all den Negativen säubern lässt und die machen das mit Touristen. Jedoch machen die das nicht wirklich, weil die haben die Befugnis nicht dazu. In Mexiko heute gibt es 10% der Einwohner, sprechen kein Spanisch. Die sprechen entweder Indianisch, also so ihre Volksnahheit, entweder Aztekisch oder Mayisch. Maya? Maya. Maya. Okay, bedeutet, in einem Land, wo 150 Millionen Menschen etwa leben, mit Dunkelziffer plus minus 150 Millionen, sprechen 15 Millionen Menschen entweder Maya, Indianisch oder Aztekisch. Und nur die richtigen Azteken, die nicht mal wirklich Spanisch können oder nur einen Bruch Spanisch können oder gar kein Spanisch können, die haben auch die Befugnis. Das sind die echten Schamanen. Diese Menschen sprechen Englisch, also haben die schon gar keine Befugnis, das zu tun. Es ist einfach eine kleine Touristenattraktion. Ist auch nicht teuer, ich habe es auch gemacht. War noch witzig, mit den Menschen zu sprechen, aber das hat mir dann Armando weitergegeben. Okay, so, das zu Armando. Bevor ich aber in das Learning reingehe, will ich euch zuerst eine aztekische Geschichte erzählen. Und zwar spricht die Geschichte, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Das ist ein Recording. Falls jemals irgendein Azteke das Video sehen soll und Deutsch versteht, es geht um die Geschichte des Rabens und zwar der Raben von Kleoklukli. Kleoklukli, ein schwieriger Name auch für mich. So, und zwar geht die Geschichte so: Kleoklukli ist der Gott des Tierreiches. Und eines Tages saß er im Wald unter einem Baum und ein Rabe kam zu ihm. Und er sagte zu, der Rabe meinte zu Kleoklukli, Kleoklukli, hör mir zu, ich nenne ihn einfach Schamane, ist für mich einfacher. So, der Rabe ging zum Schamane und sagte dem Schamane, guck, du bist der Schamane, du bist der Gott der Tierwelt. Ich bin unglücklich, ein Rabe zu sein. Die Menschen vertreiben mich von ihren Feldern. Ich bekomme nichts zu essen und ich habe eine hässliche Hautfarbe, eine hässliche Farbe. Mir gefällt Schwarz nicht. Ich wäre gerne ein Schwan, schön, groß und weiß. Der Schamane, schrägstrich Gott, sagte dann zum Rabe: Okay, hör mir zu, Rabe.
Wenn du jetzt zum Schwan gehst und der Schwan sagt dir, dass er glücklich ist, ein Schwan zu sein, darfst du zu mir zurückkommen und ich verwandle dich in einen Schwan. Der Rabe denkt sich, okay, nichts leichter als das, fliegt zu einem Schwan und sagt dem Schwan, oh Schwan, du musst der glücklichste Vogel dieser Welt sein. Du bist so schön groß und weiß. Menschen bewundern dich, Menschen sehen dich und Menschen füttern dich. Der Schwan schaut den Papagei verwirrt an und meinte, nein, Rabe, den Papagei, der Rabe verwirrt an und meinte, Rabe, ich bin nicht der glücklichste Schwan dieser Welt. In Realität bin ich sehr unglücklich, weil weiß ist die Abstinenz aller Farben. Bedeutet, ich habe gar keine Farbe. Farbe weiß gibt es nicht. Ich wäre gerne ein Papagei, der ist so schön bunt. Der Rabe denkt sich, okay, alright, gut, perfekt. Dann gehe ich zum Papagei und werde ich halt ein Papagei, wenn das der glücklichste Vogel dieser Welt ist. Gesagt, getan, der Rabe fliegt zum Papagei und sagt zum Papagei, oh Papagei, du musst wahrscheinlich der glücklichste Vogel dieser Welt sein, weil du bist so schön bunt. Der Papagei schaut den Raben an und sagt, nein, Rabe, ich bin nicht der glücklichste Vogel dieser Welt. Ja, ich bin bunt, das stimmt schon, aber genau wegen meiner Buntheit jagt mich der Mensch, nutzt mich als Haustier, fängt mich ein, steckt mich in einen viel zu kleinen Käfig und ich muss dem Menschen dienen. Ich wäre viel lieber ein Pfau, der hat noch viel die schöneren Federn. Der Rabe denkt sich, okay, gut gesagt, getan, ich gehe zum Pfau. Wenn das der glücklichste Vogel dieser Welt ist, dann werde ich halt ein Pfau. Der Rabe geht zum Pfau und sagt, oh Pfau, du hast so wunderschöne Federn, du musst der glücklichste Vogel dieser Welt sein. Der Pfau schaut den Rabe an und sagt, nein, Rabe, stimmt nicht. In Realität bin ich sehr unglücklich. Weil weißt du wieso, Rabe? Klar habe ich schöne Federn und ich kann die präsentieren. Aber die Menschen reißen mir die Federn aus, weil die so schön sind. Und das tut höllisch weh. Dazu kommt, dass ich mehr oder weniger flugunfähig bin. Ich kann nicht so weit über weite Strecken fliegen. Ich bin eher am Boden zu Hause. Ich bin kein glücklicher Vogel. Der Rabe fragt den Pfau, ja, aber du hast ja alles. Du hast ja die schönen Federn. Du lebst nicht in einem Käfig. Und trotzdem bist du unglücklich? Ja, Rabe, Glück kommt von innen. Der Rabe denkt sich, okay, gut, macht sich auf eine dreijährige Reise und spricht mit jedem Vogel. Er bekommt eine Selbsterkenntnis, die ihm dem Pfau eigentlich schon weitergegeben hat, geht zurück zum Schamane, zum Gott und sagt dem Gott, du musst mich in keinen Vogel verwandeln. Ich bin glücklich als Rabe. Wieso? Ich habe etwas gelernt auf meiner Reise. Jeder Vogel ist auf seine Art glücklich und jeder Vogel ist auf seine Art unglücklich. Bedeutet, Glück kommt von innen. Glück ist eine tägliche Entscheidung, die man treffen darf. Okay? So, die Moral der Geschichte ist, Glück ist eine tägliche Entscheidung, die man treffen darf. Du entscheidest dich, ob du glücklich bist oder nicht. Du entscheidest dich, ob du unglücklich bist oder nicht. Du entscheidest, was ist deine Definition von Glück. Hierzu eine kleine Geschichte, die mir erst letzte Woche passiert ist, zum Thema Erfolg. Okay, ich habe mit einem Kollegen gesprochen und der Kollege meinte zu mir, der ist 26, 27 Jahre alt. Und er meinte zu mir, hey Bro, Alter, du bist 25 Jahre alt. Willst du nicht mal etwas in deinem Leben erreichen? So, wow, Bro, calm down. Was bedeutet, ich will nichts in meinem Leben erreichen? Ja, Bro, Alter, guck, ich lebe mit meiner Freundin zusammen, habe zwei nice Autos und erwarte jetzt den gleichen Sohn. So geil, Bro, freut mich für dich. Kurze Frage. Warst du schon mal in Mexiko? Nein. Okay. Warst du schon mal in den USA? Nein. Okay. Warst du schon mal in Dubai? Nein. Okay, Portugal? Nein. Spanien? Nein. Norwegen? Nein. Wo warst du dann? Ja, Schweiz und Serbien.
Ah, okay, nice. Guck, Bro, nimm's mir nicht übel, aber meine Definition von Glück und Erfolg ist nicht, eine Freundin zu haben, mit der zusammenzuleben, sich zwei Autos zu leasen, die man sich eigentlich nicht leisten sollte oder nicht leisten kann, rein rechnerisch. Meine Definition von Erfolg ist, die ganze Welt zu bereisen und Menschen etwas weitergeben. Okay. Und meistens steht, tut mir leid, aber ein Leasingvertrag oder eine feste Wohnung, ein fester Wohnsitz oder gar ein Kind steht meinem Erfolg im Weg bis jetzt. Wieso? Weil ich noch nicht die ganze Welt bereist habe. Dort, ich habe noch sehr viel zum Auskratzen. Was habe ich noch zum Auskratzen? Fast ganz Afrika, fast ganz Asien, der südliche Teil von Lateinamerika. So, das ist meine Definition von Erfolg. In deiner Definition von Erfolg, Bro, ja, bin ich nirgends. Stimmt. Aber das ist deine Definition und nicht meine. Okay? So, das bedeutet, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Jeder Mensch ist für sein eigenes Glück verantwortlich, darf das auf einer täglichen Basis zur Entscheidung nehmen. Und dazu kommt, es gibt 8 Milliarden Menschen, also gibt es 8 Milliarden verschiedene Definitionen von Erfolg. Und auch 8 Milliarden verschiedene Wege zum Erfolg. Weil kein Mensch ist gleich. Du willst erfolgreich werden, definiere erst, was ist für dich erfolgreich, was ist für dich Glück und dann geh deinen eigenen Weg. Weil es ist schön, sein zu wollen wie Simon Kallenberger. Es ist schön, so cool durch die Straßen zu laufen mit Sonnenbrille wie Basil. Sorry, Bro, ich habe. Ich sehe hier gleich dein Bild. So, es ist alles schön. Aber ein Jasim ist kein Basil. Wir haben hier noch, eine Katja ist kein Simon oder weiß ich, keine Tonina. So. Du bist deines eigenen Glückes Schmied, deines eigenen Glückes oder Erfolges Schmied. Auch deine eigene Definition gehört dazu. Die zweite Geschichte finde ich extrem schön. So, ich habe mehr mit der Maya-Kultur verbracht, finde ich auch interessanter. Deswegen die Maya-Geschichte. Okay? So. Auch hier sind wieder Götter. Ich glaube, der eine ist Tlaloc, den kann ich so mehr oder weniger aussprechen. Die anderen zwei fragt mich nicht. Okay? So, keine Ahnung, kann ich nie im Leben aussprechen. Wir nennen sie einfach Schamanen. Und zwar handelt die Geschichte von drei reisenden Schamanen. Es waren einmal drei Schamanen, die durch die ganzen Maya-Republik gereist sind. Und niemanden kennt seine oder ihre Namen, ihre wirklichen Namen. Wieso? Weil sie haben diesen Namen nie preisgegeben. Okay, sie haben nie etwas gelehrt, doch sie reisten von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, von Republik zu Republik, von Tempel zu Tempel, stellten sich auf den Hauptplatz und lachten einfach. Sie haben nichts gesagt, sie haben nichts gegessen, sie haben nichts getrunken, sie standen nur auf dem Hauptplatz und lachten einfach. Okay, das war ihre einzige Botschaft, dieses Lachen. Sie schaffen einfach eine Situation und wurden so durch das ganze Reich der Mayas berühmt, dass das Leben nur ein Lachen sein muss. Wenn sie von Dorf zu Dorf gingen und auf diesem Hauptplatz standen, zuerst waren sie nur zu dritt und lachten gemeinsam. Der eine lachte hoch, der andere lachte tief, der andere lachte wie ein kaputter Motor oder so. Immer mehr Menschen kamen dazu, immer mehr Menschen hatten damit teilgenommen, mit ihnen mitzulachen. Sie lachten über niemanden Bestimmtes. Sie lachten einfach, als hätten sie den kosmischen Witz verstanden und wurden so in ganz Mittelamerika sehr schnell berühmt. Ohne ein einziges Wort zu sagen, lachten sie einfach. Ihr müsst euch das vorstellen. Einfach drei. In meinem Kopf ist so das Bild von drei dicken Schamanen mit ein paar Federn auf dem Kopf, die einfach auf dem Dorfplatz lachen. So, als sie in Palenque waren, Palenque, die Hauptstadt der Mayas, mehr oder weniger, also zumindest in Mexiko, es gibt auch dort verschiedene Stämme, aber als sie in Palenque waren, lachten sie, bis einer starb. Alle Menschen drumherum waren schockiert und
wollten dem toten Schamanen helfen. Die anderen zwei Schamanen lachten einfach weiter. Die Menschen drumherum konnten es nicht glauben. Wie konnten diese zwei Schamanen weiterlachen, obwohl der eine gestorben ist? Aber die zwei Schamanen standen neben dem Leichnam und lachten einfach weiter, aus vollem Herzen. Die Dorfbewohner baten, dies zu erklären. Da sprach der eine Schamane zum ersten Mal und sagte: Wir lachen, weil gestern auf unserem Weg zu eurem Dorf sprach der eine, der Leichnam, der tote Schamane, eine Wette aus, wer von uns die anderen zwei schlagen würde und zuerst sterben würde. Und jetzt hat der Vagabund gewonnen. Deswegen lachen wir. Wir lachen, weil er eine Wette gemacht hat mit uns und diese noch gewonnen hat. Okay? In Maya ist es gang und gäbe, dass ein toter Körper gewaschen wird, dann neue Kleidung angezogen wird und er dann in einer Zenote, so eine Zenote ist so eine Unterwasserhöhle, bestattet wird. So, das ist gang und gäbe. Er hat sogar ein Testament geschrieben und auf diesem Testament ist geschrieben, ich will verbrannt werden und ich will meine eigene dreckige Kleidung anbehalten. Gesagt, getan, es steht so im Testament, der Körper, der tote Schamane wurde verbrannt in Palenque, weil er dort gestorben ist. Und als er verbrannt wurde, steigen Tausende von Raketen in den Himmel und explodieren und die Menschen lachten. So, schau. Im Leben, vielleicht in deinem Leben, der einzige Grund, warum du auf dieser Welt bist, ist der Grund zu lachen. Und lache gemeinsam und auch alleine, einfach zu lachen. Und niemals aufzuhören, Liebe, Glück und Lachen zu erfahren. Also das nächste Mal, wenn du vor einer Herausforderung stehst, tu es. Schau in den Spiegel und lach die Herausforderung weg. Und bitte, 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 wenn immer du die Möglichkeit hast, anderen Menschen zum Lachen zu animieren, tu das und lache gemeinsam mit den Menschen. Hat etwas mit Nächstenliebe zu tun. So, das waren die zwei Geschichten und jetzt, was Amando mir beigebracht hat. So, eines Tages, ich ging dann zu Armando eigentlich jeden Tag. So, und eines Tages, das war eigentlich so mein erster Klickmoment, an den ich mich erinnern durfte. Eines Tages ging ich zu Armando, gab ihm eine Zigarette, ich selber eine Zigarette, rauchte diese. Und Armando fragt mich: Joel, ist heute ein guter Tag? Bist du heute glücklich? Und ich gab ihm als Antwort: Nein. Bin ich nicht. Heute, es regnet ein bisschen, Wolken verhangen, ich bin nicht gut aufgestanden, ich bin schlecht aufgestanden. So, heute ist kein guter Tag. Dann fragt mich Amando: Ja, Joel, hast du dann schon heute einen Menschen glücklich gemacht, zum Lachen gebracht? Hast du schon ein Lächeln geschenkt? Und ich sage so: Nein. Amando meinte dann: Mach es doch einfach. Und ich sage: Ja, versuche ich. Me voy a probar. Ja, ich versuche es. Dann lachte der Mann und sagte: Guck, du hast es heute schon gemacht. Du hast mich zum Lachen gebracht. Und ich so: Ja, das war ein Fake-Lachen, weil ich habe ja nichts Lustiges gesagt. Oder ich habe dir nichts geschenkt, worüber du lachen kannst. Und dann sagte er mir: Doch, du hast das Lustigste dieser Welt gesagt. Und ich so: Hey, was war das? Me voy a probar. Versuchen. Versuchen ist ein Irrglaube. Weil, kurze Frage, hier, Jasim, ich sehe gleich dich, tut mir leid. Versuch mal aufzustehen. Siehst du kannst es nicht versuchen. Du kannst nichts versuchen. Du tust es. Du hast nicht versucht aufzustehen. Du bist aufgestanden. Okay? Also versuchen ist ein Irrglaube, weil entweder man tut es oder man tut es nicht. Darfst du dich wieder hinsetzen, Bro? Danke. So. Versuchen ist ein Irrglaube. Und wenn jetzt ein Mensch sagt, wenn du ihm I am vorstellst und ein Mensch sagt: Okay, ich versuche das für einen Monat, ich teste das für einen Monat, dann sag ihm gleich: Versuchen ist ein Irrglaube, funktioniert nicht.
Geht nicht. Du musst das nicht versuchen. Du tust es oder du tust es nicht, aber entscheid dich heute, ob du es tust. Und wenn du es tust, tu es aus voller Überzeugung. Weil Versuchen funktioniert nicht. Versuchen existiert nicht. Noch nie hat jemand auf dieser Welt etwas versucht. Er hat es entweder getan oder nicht getan. Versuchen ist nur der Gedanke, ob es aufgeht, ob ich Angst habe. Das ist Versuchen. Eine Aktion ist immer tun. Du kannst nichts versuchen. Ja, versuche mal zu atmen. Versuche es mal. Wenn du dich gegen Atmen entscheidest, dein Körper wird automatisch atmen, wenn dir dein Leben genug wichtig ist. Nur der Körper will nicht sterben, der wird atmen. Trust me. Okay? So, das hat mir Amando beigebracht. Versuchen. Deswegen, als Basil mir damals erklärt hat, was IM ist, habe ich gesagt, okay, gut, lass get my money right and I do it. Ich versuche es nicht, ich tue es. Ich stehe ja morgens auch auf und gehe zur Arbeit. Ich versuche nicht aufzustehen und zur Arbeit gehen. Ich tue es einfach, weil ich das Geld brauche. So. Ich trade. Ich tue es einfach. Ich versuche es nicht. Ein Kind, das gerade anfängt zu laufen. Ja, es versucht zu laufen, aber es tut es ja. Es ist ein Tun, eine Aktion. Okay? So. Später dann, ich weiß nicht, ob das ein paar Tage davor oder ein paar Tage nach war, war ich wieder mit Armando immer gleiche Treppe, immer vor dem gleichen, also vor dem Bundestheater oder vor dem Staatstheater von Mexiko-Stadt. Wunderschön, könnt mal googeln. Auf einer Treppe habe ich mit ihm eine Zigarette geraucht. Und ich frage Armando, Armando, wie definierst du Erfolg in einer Beziehung? Armando meinte zu mir, das ist eine gute Frage. Erstens, Welt ist subjektiv. Bedeutet, jeder sieht es anders. Aber was einen Grundsatz gibt, Beziehungen zu Menschen widerspiegeln eigentlich nur die Beziehung zu dir selbst. Wenn du ein toxisches Umfeld hast, bist du die toxische Person. Genauso. Okay? Bedeutet eigentlich, so, wenn man es bricht, wenn man es wirklich auf Null bricht, und das ist rein objektiv, das ist nicht subjektiv, manche Menschen werden mich dafür hassen. Wenn du eine Freundin hast, die dich abfuckt, dann fuckst du dich selber ab. Sorry für meine Wortwahl. So, ich wusste es nicht, wie rüberbringen. Wenn du einen Kumpel hast, der dich nervt, nervt er dich nur mit diesen Dingen, die du selber in dir negativ siehst. Ist so. Beispiel: Beziehung zwischen mir und Basil. So, wo ist Basil? Ich muss seine Reaktion sehen. So, manchmal Basil, oh, er macht mich easy wütend. So, er macht mich wütend, weil Basil kann extrem gut provozieren. Wenn ich mich selber reflektiere, ich bin einer der größten Provokateure dieser Welt, glaubt mir. So, aber ich lasse mich von Basil provozieren und es provoziert mich, dass er so provozierend ist. Und das Gleiche beruht auf Gegenseitigkeit. Weil Basil lässt sich auch von mir provozieren und wird dann provoziert, dass ich ihn provozieren kann. So, okay, also wenn du jede Beziehung, die du in deinem Leben hast, ist das mit deinem, also das Chef-Arbeitgeber, also das Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, das Mutter-Tochter-Verhältnis, Vater-Sohn-Verhältnis, Vater-Tochter-Verhältnis, Mutter-Tochter-Verhältnis, bester Kumpel. Du-Verhältnis, Freundin-Du-Verhältnis, Du-Freund-Verhältnis, Du-Ehemann, Du-Ehefrau. Das Einzige, was dich stört an deinem Partner, bist du selbst. Die Beziehung zu dir selbst widerspiegelt die Beziehung zu anderen Menschen. Deswegen streitet ihr mit euren Kumpels, mit eurer Mutter, mit eurem Ehemann, mit eurer Ehefrau, mit eurem Freund, Freundin, was auch immer, mit dem Pöstler, mir scheißegal. Ihr streitet euch immer über dieselben Dinge. Immer. Klar, meistens sind es allgemeine Dinge, wie bei 80% der Fällen, Geld, Respekt, Ruhe, Privatsphäre, so. Aber du kannst von einem Menschen nicht erwarten, dass der Mensch dich respektiert, ohne dass du Respekt gibst.
So, es gibt, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es dieses Sprichwort auch in Deutschland. So, ich weiß nicht, war noch nie in Deutschland, lebte noch nie dort. Aber meine Mutter, ihr Lieblingssprichwort, oh, und ich hasse es, wie man es im Wald schreit, kommt es wieder zurück. So wie man es im Wald reinruft, kommt es wieder zurück. Ich hasse es, aber sie hat recht. Und wieso hasse ich? Weil ich ganz genau weiß, dass sie es recht hat. Dass sie recht hat. Ja, ich hasse es. Joel, wie man sie wollt, schreit, kommt es wieder zurück. Okay, gut, ich habe es verstanden, aber ich kann es nicht anwenden. Was tue ich? Ich muss es lernen. So. Dann andere Learning von Amando. Amando, vielleicht ist das ein Grund, Bro, warum du obdachlos oder ein Bettler bist und deine Rente nicht reicht. Amando ist Alkoholiker. War Alkoholiker. Er ist nüchtern. Ich habe ihn gefragt, Amando, wie lange bist du schon nüchtern? Und Amando gab mir, glaube ich, das fetteste Learning, das ich jemals bekommen habe. Er sagte mir, weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Ja, ich weiß nicht. Okay. Schon über ein Jahr? Wahrscheinlich. Was ist dein Ziel? Mein Ziel? Habe ich keins. Ich so, hä? Wie? Amando, hör mir zu, wie willst du kein Ziel haben? Weil dann kannst du ja nichts erreichen. Amando meinte cool und gelassen zu mir, wieso nicht? Guck, wenn du von Mexiko-Stadt nach Mérida willst oder nach Cancún, Tulum, Chetumal, Bacalar, das im Süden liegt, was musst du tun? Ja, ich muss in den Süden gehen. Okay, gut. Dann geh. Ist doch egal, wie du gehst. Ob mit dem Flugzeug, ob mit dem Bus, ob laufen. Mit dem Auto hast du 24 Stunden Fahrt, so laufen nicht empfehlenswert. Dann sage ich zu ihm, ja, aber ich weiß doch dann, dass mein Ziel Tulum ist. Und Amando meinte dann zu mir, nein, weißt du nicht, weil vielleicht hältst du dann in Mérida an. Und in Mérida gefällt es dir so gut, dass du niemals nach Tulum kommst. Und trotzdem bist du erfüllt. Und ich so, heute reflektiert genau mein Leben. Mein Plan war Mexiko, Mexiko-Stadt, dann Norden, dann wieder Mexiko-Stadt, dann der Westen, dann der Osten, dann der Süden, dann Guatemala, Nicaragua, Honduras, San Salvador, Belize, Costa Rica, Panama. Das war mein Plan. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama habe ich nie gesehen. Okay, gut. Beiseite. Zweites Mal, dass ich nach Mexiko ging, war der Plan Mexiko, also Cancun, Mérida, Chetumal, von Chetumal nach Kolumbien, dann Panama, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Cancun, Mérida, Chetumal, Bogotá, Kolumbien, Medellín, gefällt mir nicht, zurück nach Mexiko. Ich habe meinen Plan nie erfüllt und trotzdem vermisse ich keine Sekunde das. So, was gab mir also Armando mit an die Hand? Guck schon, wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich ein Jahr nüchtern bin, was passiert nach diesem Jahr? Wenn ich mir ein Ziel setze, kann das endgültig sein und dann nach diesem Jahr fange ich wieder an zu trinken? Wäre doch idiotisch. Meine Lebensphilosophie ist, bitte schreibt euch das auf, weil das könnt ihr auf alles in eurem ganzen Leben anwenden. Für mich ist das der Sinn des Lebens. Einfach ein weiterer Tag. Wie? Ja. Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe mir gesagt, heute trinke ich keinen Alkohol. Ich stehe morgen auf und sage mir, heute trinke ich keinen Alkohol. Ich stehe nächste Woche auf und sage mir, heute trinke ich keinen Alkohol. Ich stehe in einem Jahr auf und sage mir, heute trinke ich keinen Alkohol. Nehmen wir doch erstmal businesstechnisch. Einfach ein weiterer Tag. Du hattest heute drei Präsentationen, niemand hat sich eingeschrieben. Okay, morgen dasselbe. Einfach ein weiterer Tag.
Dort ist heute ein Minus-Trade von 1%. Okay, morgen das wieder dasselbe. Einfach ein weiterer Tag. Einfach ein weiterer Tag. Du gehst gerade durch etwas Schlimmes, hast Depressionen und. Bist vielleicht so suizidgefährdet. Probier doch einfach ein weiterer Tag zu leben. Probier doch einfach ein weiterer Tag zu affirmieren. Probier doch einfach ein weiterer Tag zu visualisieren. Probier doch einfach ein weiterer Tag zu kommunizieren. Probier doch einfach ein weiterer Tag zu networken. Und ich meine nicht Network Marketing für alle, die es falsch verstehen. Networken, connecte dich mit Menschen, connecte dich nach oben, connecte dich nach unten, connecte dich nach links, rechts, Südosten, Südwesten, Nordosten, Nordwesten, connecte dich einfach in alle Himmelsrichtungen. Einfach für einen weiteren Tag. Jeden verdammten Morgen, wenn du aufstehst. Nur diesen einen Tag. Nur diese 24 Stunden. Und du hast es geschafft. Das ist die Philosophie von einem Nicht-Alkoholiker, der wahrscheinlich schon über ein paar Jahre nicht mehr Alkohol trinkt, also nüchtern ist. Nur weil er sich jeden Morgen sagt, für ein weiterer Tag. Und wer schon mal eine Sucht bekämpft hat, sei das Spielsucht, sei das Nikotinsucht, sei das Alkoholsucht, sei das andere Drogensucht, der weiß ganz genau, wie hart es ist. Und es nur mit diesem kleinen, einfach einen weiteren Tag zu schaffen, ist hart. Okay? So, Amando gab mir noch etwas weiteres mit. Wir sind noch nicht fertig. So, Amando sagte zu mir: Bist du auf dem richtigen Weg? Und er fragt mich nicht, er sagte zu mir. Und ich sagte so: Ich weiß nicht. Und er gab mir. Ich habe die noch ein bisschen ausgefüllt. Ich glaube, es waren 6 oder 7 Punkte, ob du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. So, ich habe die noch ein bisschen ausgeführt aus meinen eigenen Gedanken. Vielleicht kam noch etwas von irgendwo anderen Einschlüssen. So, 17 Punkte, ob du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Erstens, du hast diesen Monat alle Rechnungen bezahlt. Zweitens, du hast einen Job, egal wie viel Geld du verdienst, egal wo und. Du hast einen Job. Drittens, du kannst dir kleine Unannehmlichkeiten leisten, wie zum Beispiel Netflix oder was auch immer. Du kannst das Leben so genießen. Du hast Zeit für Netflix oder Zeit zu entspannen, wenn das Ferien sind oder was weiß ich, mal eine Runde zu gamen oder was weiß ich, oder rauszugehen, eine Stunde zu spazieren. So, wenn du dir solche Dinge genießen und leisten kannst, bist du auf dem richtigen Weg. Viertens, du machst dir keine Sorgen, woher deine nächste Mahlzeit kommt. Also, du öffnest den Kühlschrank und du siehst, okay, ich habe noch für 2, 3 Tage etwas zu essen. Fünftens, du kannst Essen aus Genuss, nicht ums nackte Überleben. Sechstens, du hast 1 bis 2 enge Freunde. Qualität vor Quantität. Deine 500 Facebook-Freunde bringen dir, sorry, einen Scheißdreck, wenn es dir schlecht geht. Du hast 1 bis 2, wenn du Glück hast, 4, 5 enge Freunde, die dich respektieren, die dich supporten und nur das Beste für dich wollen. Siebtens, du kannst dir Annehmlichkeiten leisten. Auto. Okay, heute vielleicht nicht mehr so der große Luxus. Viele Menschen sind tatsächlich auf ein Auto angewiesen mittlerweile, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit. Ja, okay. Aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel ein Kinobesuch, brauchst du eigentlich nicht fürs nackte Überleben. Trotzdem kannst du es machen. Okay. Hotelbesuch, Wellnessbesuch, eine Woche Urlaub auf Kreta zum Beispiel. Okay. So. Achtens, du bist nicht dieselbe Person wie vor einem Jahr. Du hast dazugelernt. Du kannst mehr als das Notwendige tun. Sprich, du kannst auch mal eine Stunde früher gehen von der Arbeit und Zeit für dich haben, Zeit für deine Familie haben. So, du musst dich nicht nur auf dich konzentrieren. Du hast eine gewisse Auswahl an Kleidungsstücken in deinem Schrank. Elftens,
Du kannst spüren, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Selbstkommunikation. Neurolinguistische Programmierung, NLP, so wichtig. Okay, du hast Selbstkommunikation. Dein Körper signalisiert dir, wenn irgendwo Schmerzen sind, du weißt, dass du nicht auf der Höhe bist, du bist demotiviert, desorientiert, so du weißt, dass du kannst mit dir selber kommunizieren. Zwölftens, mit deinem jüngeren Ich kommunizieren, wir haben dieses Traumata überlebt. Schau dir die Reaktion an. Also schau dir, was, wenn in deinem Leben etwas Schlimmes passiert ist. Mein Beileid dazu. So, du kannst mit dir so weit selbst kommunizieren, dass du sagen kannst, okay, ich habe das überwunden. Und wenn du an dieses Traumata denkst und denkst, Alter, wie habe ich das nur überlebt, ist jede andere Herausforderung nur noch halb so schwer zu überleben. Okay? So, 13. Ein Raum für dich. Auch wenn es nur dein Kinderzimmer ist oder eine Ecke irgendwo, du hast einen Raum für dich mit deinem Pult, mit deinem Laptop, mit einem Block, mit ein paar Stiften, wo du deine Kreativität ausleben kannst, wo du dich sein kannst. Und wenn der unordentlich ist, Albert Einstein sagte mal, ein Genie beherrscht das Chaos. Also über deine Unordentlichkeit, so mach dir keinen Kopf. Wichtig ist, dass du eine Ecke, einen Raum für dich hast. Okay? Beziehungen, die zu Ende gegangen sind. Wenn du Ex-Freundinnen, Ex-Freunde hast, ist das nur positiv. Bedeutet, du bist nicht mehr am selben Ort. 9 und 10. 9 war, ich schicke das gleich in alle Gruppen. So, ich glaube, das ist das Einfachste. Ich habe sie mir aufgeschrieben. So, Beziehungen, die zu Ende gegangen sind, bedeutet, du bist von damals weitergegangen. Du hast erkannt, dass sich ein Leben mit diesem Menschen nicht lohnt. Hast das realisiert, hast das erkannt und somit richtig gehandelt. Heute bist du glücklicher als damals. Vertraue darauf. Okay. 15. Es gibt etwas, wofür du dich interessierst. Sei das. Geschichte, sei das Psychologie, sei das Geografie, sei das Trading, sei das Network Marketing. Es gibt etwas, wofür du brennst und wofür du dich interessierst, indem du dich weiterentwickeln und verbessern willst. Okay? 16. Das ist nicht von Amanda, das ist von mir. Du arbeitest auf ein Ziel hin. Auf ein langfristiges Ziel. Guck, viele Menschen überschätzen sich, was sie in einer kurzen Zeit leisten können, aber unterschätzen sich so dermaßen, was sie auf langfristige Zeit erreichen können. Zeit ist dein bester Freund. Okay, also du hast auch ein Ziel, worauf du hinarbeiten kannst. 17. Du hast einiges durchgemacht und sie vergleichen, machen dir aus deiner eigenen Erfahrung Mut. Das Leben ist nicht leichter geworden. Du bist schau. Genau. Du hast 17, du hast viel durchgemacht, konntest diese bewältigen. Das Leben ist nicht leichter geworden. Du bist einfach schlauer geworden. Okay? Und wichtig, 18. Also 18 ist ein Tun, das ist kein Punkt. Wenn du nur, und jetzt wird es krass, wenn du nur 8, nur 8, nur 8, nicht mehr, 8 von diesen 17 Dingen hast und dort einen Haken hingesetzt hast, dass du das hast, geht es dir besser als sagen und schreibe 80% der Menschheit. Und Menschen überlegen sich, für was kann ich heute dankbar sein? Für das? Für das? Ein Mensch, es tut mir leid, für mein wahrscheinlich, don't agree with me if you not agree, it's okay. Wenn du in Mitteleuropa geboren und aufgewachsen bist, sprich Norditalien, Schweiz, Österreich, Holland, Belgien, Deutschland, Frankreich und was es sonst noch alles gibt in Zentraleuropa.
Hast du keinen einzigen Grund, nicht einen, es tut mir leid, nicht einen Grund, worüber du dich beschweren solltest, darfst oder könntest? Guck, wir sind aus der Schule, die meisten zumindest. Es gibt keine Vertrauenslehrerin mehr, wo du dich beschweren kannst. Das Leben hat das nicht. Für was beschwerst du dich? Für was nutzt du diese Energie? Für was verschwendest du diese Energie? Es wird dir niemand zuhören. Jeder interessiert sich nur für sich selbst. Der Mensch ist scheiße egoistisch. In erster Linie komme ich, dann kommen meine engen Freunde und dann kommt irgendjemand anderes. In erster Linie bin ich, weil wenn es mir schlecht geht, wie soll ich dann etwas weiter et oder jemand anderen etwas weitergeben? So. Niemand interessiert sich für dich. Deswegen sei dir bewusst, dass du das als Dankbarkeit sehen darfst. Ein kleines Kind in Simbabwe, in Botswana, hat nichts anderes falsch gemacht, als auf die Welt zu kommen. Und das muss an einem Hungertod sterben mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Monaten, wenn es Glück hat, mit 9, 10 Jahren. Du, guck, wie das Leben beginnt, so endet Gott. Alles dazwischen liegt in deiner Hand, speziell wenn du mich verstehst. Weil wenn du mich verstehst, bedeutet das, dass du entweder aus Deutschland, Österreich oder aus der Schweiz kommst. Our economy is great. Our financial situation is perfect. There's nothing to doubt about it. Uns geht es gut. Sei dankbar für diese Dinge. Sei dankbar, dass du nicht in Botswana geboren bist. Sei dankbar, dass du Deutsch sprechen darfst. Sei dankbar, dass du eine Schulausbildung hast. Sei dankbar, dass du gesund geboren bist, weil, und hier kommt es, nur in Mexiko, im Süden von Mexiko, ich weiß das, weil ich das ändern will, leben etwa plus minus 30 Millionen Menschen. 30 Millionen Menschen. Es gibt, und bevor jetzt mir irgendwie wieder schreibt, ah, Joel, vulgäre Sprache, bla bla bla. Nein, und ich spreche nicht nur über Sex. So, es gibt in Mexiko keine Sexualkunde. Gibt es nicht. Dieses Fach hat man nie gelernt. Bedeutet, was sind die Folgen daraus in Mexiko, im Süden von Mexiko, wo etwa 30 Millionen Menschen leben, kommt jedes sechste bis siebte Kind mit HIV positiv zur Welt. Mit AIDS. Weil sie schulisch nicht aufgeklärt wurden. Ich lernte in Mérida, 1,8 Millionen Stadt, also eine Kleinstadt für Mexiko. Ich lernte einen Menschen kennen. Ich kenne seinen Namen nicht. Der war 8 Jahre alt. 8 Jahre alt. Kann weder lesen noch schreiben, weil er die Schule nicht besucht. Und wieso besucht er die Schule nicht? Weil er bis 6, 7 Uhr morgens aus einer Bauchtasche aus Holz, die noch ziemlich Gewicht hat, Zigaretten verkauft. Vor einem Club für die betrunkenen Partygäste. Ich war selber einer davon. Ich ging raus. Boah, necesito cigarros, wey. Ich brauche Zigaretten, Alter. Sehe ich ein kleiner 8-jähriger Junge, der verkauft Zigaretten. Ich habe mit dem gesprochen. Er meinte dann, ja, so etwa um 7 Uhr morgens kommt sein Vater ihn abholen. Dann darf er 4 Stunden nach Hause, schläft dort. Sein Vater füllt die Zigaretten, Kaugummi, Lollipops und was auch immer noch auf, damit er wieder in der Mittagssonne, in einer Stadt, wo es 45 Grad warm ist, im Schatten, die ganze Zeit der Wind geht, der Wind wärmt sich auf durch die Häuser. Das fühlt sich an, als würde jemand die Haut bei lebendigem Leibe abziehen. Steht er in der prallen Mittagssonne und wehe, er setzt sich auf eine Parkbank oder steht unter einem Baum und verkauft weiter Zigaretten. 8 Jahre alt. Kann man jetzt darüber diskutieren? Sind die Eltern Raben?
Rabeneltern? Sind das schlechte Eltern? Nein, sind es nicht. Und ich kann euch sagen, wieso. Weil das Geld fehlt für die Schule. Weil das Geld fehlt für eine Haustüre. Weil das Geld fehlt für eine Hängematte, damit man drin schlafen kann. Weil das Geld fehlt für einen Boden. Ich bin in Häuser eingetreten, ich wurde dort zum Essen eingeladen von Menschen, die schlafen auf der Erde. Und ich meine auf der Erde, die hatten kein Parkett, keinen Plattenboden. Nein, die haben einfach ein Lindtuch über nasse Tonerde gespannt und schliefen darauf. Türen gibt es nicht. Wenn ich frage, braucht ihr keine Türe, sagt man, nein, es gibt ja eh nichts zu holen. Recht haben sie. Also wenn du mich verstehst, wenn du Deutsch verstehst, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass du aus einem sehr guten Land kommst, statistisch gesehen. Sei dankbar dafür. Okay? Und wenn du nicht glücklich sein kannst, kann ich dir einen psychologischen Effekt dazu beitragen. Der Mensch will nicht glücklich sein. Schreib mal in den Chat, oh, machen wir ja gedacht, ach, so, schreib mal in einen Chat, was denkt ihr, wieso will der Mensch nicht glücklich sein? Ich nehme den Chat hier rüber, kann ich ihn groß machen? Opferrolle ist einfacher, weil er sich einredet, dass er es nicht verdient. Okay, wir haben alles erhält. Er hält sich klein, weil er Verantwortung dafür tragen muss. Oh, wer hat das geschrieben? Nein, 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 nicht so schnell! Konstantina, weil er Verantwortung dafür tragen muss. Ja, genau. Wenn du verstehst, dass jedes seiner Glückes Schmied ist, bedeutet Glück ist wohl oder übel in deiner eigenen Hand. Würde bedeuten, dass Glück in deiner Hand ist, was es übrigens bedeutet, kannst du keinen anderen Menschen dafür verantwortlich machen, dass du nicht glücklich bist. Ja, aber mein Chef ist so gemein. Und quit. Kündige. Ja, ich möchte gerne mehr reisen, aber ich habe das Geld nicht dazu. Ja, Bro. Wie gehst du zur Arbeit? Ja, in meinem CLS 63 AMG, den ich mir geleast habe. Verkaufe das Auto, geht's mit dem Bus. Hast ja die Möglichkeit, kannst Geld sparen. Ja, mir fehlt es finanziell gesehen an allen Ecken. Ja, aber jeden zweiten Tag McDonald's, Pizza und was? Kebab, was weiß ich? So verzichte doch darauf. Wenn du glücklich sein willst, wenn du Erfolg haben möchtest. So, es gibt einen Film No Pain, No Gain. So, dieser Film heißt nicht so, weil es sich so schön reimt und so cool anhört. Nein, es heißt so, weil es die verdammte scheiß Realität ist. Bevor du Erfolg haben möchtest, musst du opfern. Dir ist dein Schlaf wichtig? Du brauchst 8 Stunden Schönheitsschlaf. Ja, sag dir eins, so gut siehst du nicht mal aus. Dann schlaf weniger. Ja, es ist mega warm draußen. Ich gehe jetzt lieber ins Freibad, als mir einen Call anzuhören oder als irgendwie etwas zu lernen, wie Vibrata, TBX oder Personal Mentorship. Cool. Mach das. Geh ins Freibad, schau dir alles an. Die Menschen, die aber zu Hause sind, können dann irgendwann mal entscheiden, ich muss hier nicht heute ins Freibad gehen, ich fliege einfach heute in die Malediven. Ist da auch warm? Gibt es ja auch Wasser dort. So ist okay, so ist das ja fast das Gleiche. Nur habe ich weißen Sandstrand und du hast so Vierwaldstättersee. So hier in der Schweiz, so Vierwald, hier, nimm. Grün. Nichts mit Türkis. Grün, hier, nimm. So, der gehört dir. Geh ins Freibad, Bro. Gar kein Problem. Ja, 5 Meter Sprungbrett. Gönn dir 5 Meter Sprungbrett. Oben ohne Flexen für Frauen. Gönn dir. Ich gehe allein in die Malediven. Glaub mir, ist geiler.
Ich weiß geografisch gesehen nicht, wo die Malediven sind. Wahrscheinlich irgendwo in Asien, also im Pazifik. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das komplett falsch. So, aber ich werde dorthin gehen. Wieso? Because I sacrifice for have a better future. Man verwechselt die Freizeit mit der Freiheit. Genau. So, drei Arten von Glück. Ah, heute überziehe ich wieder ein paar Minuten. Lass uns das schnell durchgehen. Drei Arten von Glück. Es gibt drei Arten von Glück. Glück der Vergnügung. Glück der Vergnügung. Glück des Vergnügens ist sensorischer Natur. Okay? Bedeutet, wenn du etwas isst, Männer weniger, bei Frauen beobachte ich das immer mehr als bei Männern. So, wenn eine Frau hungrig ist, she will be hangry. Also Hunger und angry. So, hangry. Okay. Wenn dann aber eine Frau isst, oh, ich habe auch. Okay, gut, Simon auch. Wenn aber eine Frau dann isst, kennt ihr so Frauen, die so ein Pizzastück beißen oder einen Burger beißen und die waren vorher so wütend, dann fangen sie an zu tanzen. Sie wippen ganz leicht. Sie sind glücklich. Das ist Glück sensorischer Natur. Okay? Kann auch sein, wenn du wandern gehst und dann einen schönen Ausblick hast und du. Zum Beispiel, ich ging mit Sandro wandern und wir waren auf einer Anhöhung und ich nahm einfach eine Zeit für mich so. Er war Sandro, wenn ihr mit Sandro wandern geht, für einen Wanderweg von 2 Stunden habt ihr 5 Stunden, weil er findet überall Erdbeeren und isst die. So, ich hab's jetzt gesagt. So. Und der war dann irgendwo im Ecken Erdbeeren sammeln und ich war auf diesem Plateau und habe einfach genossen und ich habe geschrien. Ich weiß nicht wieso, es machte mich glücklich. Ich habe geschrien. Ich habe geschrien, ich bin der König dieser Welt. Bisschen peinlich, aber ich habe das geschrien. Okay, das ist Glück sensorischer Natur. Dann gibt es Glück durch Leistung. Und zwar ist das nicht ein Ziel erreichen, sondern ist das Glück durch Leistung ist in Liebe zu fallen mit dem, was du im Prozess gelernt hast und geworden bist. Ich sage das immer wieder. Don't be in love with the goal, be in love with the process. Okay, Beispiel aus meiner Kindheit. Ich war ein riesen Rockfan. Ich kannte sie alle. Okay, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses hauptsächlich. Ich wollte immer so sein wie jetzt hatte ich schon fast Alex Morton gesagt, Axl Rose. Ich wollte immer, Welcome to the Jungle. Ich wollte Gitarren spielen können wie Slash. Bis ich meine Mama dann überzeugt habe, mir eine Elektrogitarre zu kaufen und ich die erste Stunde nehmen musste. Und ich realisierte in der ersten Stunde, dass ich gar nicht so Gitarren spielen kann wie Slash. Was habe ich gemacht? Ich nahm 3 Lektionen, warf die Gitarre in die Ecke und ja, that's it. Weil ich war verliebt in das Ziel. Ich war verliebt in die Vision. Ich bin ein Rockstar. Nicht ins Gitarrenspiel, nicht ins Singen. Das Leben, das ein Rockstar führt, und das war ich verliebt. Oder zumindest das, was er zeigt und das, was man so hört. Okay? So. Arbeit, ein Mensch, der das Wandern liebt oder das Klettern liebt, kommt viel eher und viel leichter und viel schneller und viel besser, viel gezielter an die Spitze des Berges als ein Mensch, der nur an die Spitze des Berges will. Enjoy the pain, enjoy the butterfly, enjoy the process. Okay? Und dann gibt es noch das schönste Glück dieser Welt, das Glück durch Gnade. Ein Wort. Dankbarkeit. Beenden wir wieder. Schließt sich der Kreis. Okay, das sind die drei Arten des Glückes. So. Okay, das machen wir noch kurz, 5 Minuten maximal. Eine kleine Geschichte vom Bambus. Bambus, hoffentlich ein Begriff. So, wenn du einen Samen wenn du einen Samen eines Busches pflanzt, dauert es nicht lange und er sprießt. Und nach einem Jahr hast du einen schönen Strauch, einen schönen Busch. Lass mir dir vom Bambus erzählen. Du pflanzt einen Samen von Bambus. Im ersten Jahr siehst du nichts.
Im zweiten Jahr immer noch nichts. Nach Jahr drei gar nichts. Du denkst dir schon, Alter, so ein verdammter Scheißrabe, dieser unglückliche Vogel, hat mir diesen Samen geklaut. Nach dem vierten Jahr immer noch nichts. Nach Jahr fünf nichts. Am Jahre sechs, Ende des fünften Jahres, siehst du einen Bambussprossen. Sieh dir den Bambus heute an, 30, 40 Meter in die Höhe. Der Grund, warum ein Bambus so hoch ist, ist, weil er die ersten 5 Jahre, wo du nichts sahst, tief nach unten gewachsen ist. Der Grund, warum der tief nach unten wächst, ist, weil er geplant hat, 30 bis 40 Meter hoch zu werden. Der Busch wollte nicht hoch werden, also konnte er schnell sprießen. Wenn Gott sich Zeit für dich genommen hat, dann deshalb nur, weil er versucht, dich tief nach innen zu führen, wegen der Art, der dir beibringen will und mit dir plant, dass du hoch hinausgehen willst. Viele Menschen wollen ein Empire State Building auf einer 5 Zentimeter dicken Holzplatten als Fundament. Funktioniert nicht. Schau dir, jeder, der aus dem Bauwerk kommt, weiß ganz genau, zuerst wird das Fundament gegossen, ein paar Meter in der Tiefe. Aus diesem wird gleich, weil man Nutzen daraus macht, ein Keller gebaut und erst dann kommt das Haus. Je tiefer das Fundament ist, desto höher das Gebäude. Ich weiß nicht für Burj Khalifa, wie tief das dort das Fundament sein muss, aber schon ein paar Meter tief. So, okay. Genau dasselbe mit der Bambus. Wenn der Bambus, weil der Bambus hoch hinaus will, braucht er eine tiefe Wurzel, damit auch mal bei schlechten Zeiten, windy bad times, dass er nicht umfällt. If you want God take you high, you gotta let God take you deep first. The deeper he takes, the higher you can go. And thanks to the roots, you will not fall over when windy bad times comes. Okay? Mit diesem Satz würde ich auch gleich diesen Call eigentlich beenden. Ich weiß nicht, ich kann noch ein bisschen Musik spielen lassen. Oder wir gehen einfach alle raus. ich warte, ich muss kurz die Musik-App öffnen. So, und jetzt muss ich. Ah, ich kann ja nicht. Ah, jetzt kann ich. So. Danke. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Sonntag. Man sieht sich und hört sich. J'ai préféré partir et m'isoler.